Der berühmte Roger Biedel aus der Schweiz. Jeder braucht ein Selfie mit Roger. So, wunderbar. Einmal möchte ich darauf hinweisen, ich weiß jetzt nicht, was an der Siegessäule passiert sein muss. Es kommen, dreht euch bitte um, Hunderte oder Tausende auf uns zu. Begrüßt die mal. Das müssen die Menschen sein, die an der Siegessäule ausgeharrt haben, die unter ganz schlimmen Umständen von der Polizei kontrolliert wurden, die man jetzt freigelassen hat, die sich uns hier gleich in den nächsten Minuten anschließen werden. Europa erhebt sich! Der davon lebt, Menschen mit Coronaviren, Grippeviren und anderen Sachen zu behandeln und der als Arzt gelernt hat, dass es immer wieder neue Erkrankungen gibt, an denen Menschen auch sterben und der trotzdem weiß, dass man davor, wenn man vernünftig damit umgeht und wenn man Infektionsschutz begreift, dass man keine Angst haben muss. Aber es ist natürlich Pflicht von der Politik, eine Verhältnismäßigkeit zu wehren und nicht dem Bürger die letzten Möglichkeiten zu nehmen, auch zu Wort zu kommen und auch zum Beispiel dem Bundeskanzler eine Frage zu stellen. Die Intention für die Veranstaltung ist, dass die Regierung ihre Verantwortlichkeit erkennt und sieht, dass das Volk mit den Maßnahmen nicht einverstanden ist und daraus die Konsequenzen zieht, die auch zum Beispiel in der DDR gezogen wurden. Dann ist auch der Staatsratsvorsitzende, Herr Erich Honecker, zurückgetreten und die Amtsgeschäfte wurden von Herrn Krenz kommissarisch übernommen. Und genau sowas muss ja auch passieren. Ich erwarte, dass ein Herr Söder, eine Frau Merkel, ein Herr Spahn ihre Ämter niederlegen und sich ganz einfach und ergreifend erklären, warum sie die Gegenseite mit vernünftigen Argumenten, mit anerkannten Wissenschaftlern nicht gehört haben, sondern nur auf Herrn Drosten gehört haben, der bereits bei der Schweinegrippe und bei der Vogelgrippe genau das gleiche Szenario erklärt haben und bei der Schweinegrippe sehr viele Menschen geimpft wurden und Impfschäden bekommen haben. Und auf denselben hört man jetzt wieder. Ich finde, das ist etwas, wo ich ein Recht als Bürger der Republik von meiner Kanzlerin habe, dass sie mir erklärt, wie sie so eine Entscheidung trifft. Nun, aktuell befinden sich unsere Politiker nicht mehr rechtmäßig im Amt, weil sie sich offensichtlich gegen den Willen ihres Volkes stellen. Und der Wille des Volkes, wie der aussieht, das werden Sie morgen sehen. Und es wird friedlich werden. Es wird nichts passieren. Und das ist eben genau das, was uns unterscheidet. Jetzt sind wir wieder bei der berühmten radikalen Frage. Wo sind hier die Nazis? Wo sind hier die Rechten? Da steht einer, wa? Ich sehe keinen. Also ich sehe in unseren demokratischen Vereinigungen, die wir Querdenken nennen, die nicht politisch ist, die keine Partei darstellt, sehe ich solche Leute nicht, sondern ich sehe unzufriedene Bürger, die etwas hinterfragen, was hier passiert. Mit wem habe ich denn jetzt eigentlich gesprochen? Ja, das muss ich auch. Sorgen sind die, dass man eine ganze Wirtschaft an die Wand knallt. So viele Leute haben sich das Leben genommen. Tut mir leid für die Schwachen. Wir müssen die Schwachen schützen. Aber wir Gesunden nicht. Ja. Wir haben ein Immunsystem. Das heißt, die Schwachen sollen sich isolieren, sollen auf sich schauen. Von mir aus ist kein Problem. Aber wir... Nur noch eine Sache, dann will ich noch nicht Ihren Zeit weiterstehen. Der ist doch echt im Spiegel, oder stimmt das nicht? Meine Familie wohnt in Italien, in den schlimmsten Teil. Es ist keiner an Corona infiziert, mein Onkel ist schwerst herzkrank. Da ist kein irgendwas damit passiert. Er ist ganz normal seinen Weg gelaufen, ganz normal spazieren gegangen. Ich arbeite in einem Altenpflegeheim. Ja. Ich bin unglaublich verärgert, weil durch diese schwachsinnigen Maßnahmen, die mein Chef, der Herr Spahn, der überhaupt nicht von der Basis her irgendetwas weiß von der Pflege, der sieht nicht, wie die Alten bei uns liegen und sterben alleine oder durch ein Fenster ihre Angehörigen winken müssen oder in einem Zimmer durch Plexiglas ihre Angehörigen sehen. 100-jähriger Geburtstag, hallo, in 100 Metern entfernt. Ja, 103-jähriger Geburtstag. Die Menschenwürde. Die Familie durfte nicht ins Zimmer. Es tut mir leid, ich bin unglaublich aggressiv in der Beziehung, das gebe ich zu. Es tut mir leid, dass ich Sie angegangen habe und es tut mir leid, dass ich Sie vielleicht persönlich angegangen habe, nur mich betrifft es auch persönlich. Und keiner fragt, wie es uns Pflegepersonal persönlich geht. Woher haben Sie das ist doch von Corona gehört? Nicht insistieren, oder? Aber haben Sie kennen Sie jemanden, der an Corona gestorben ist? Deswegen, ich habe meine Meinung. Nein, schon komisch, wir haben eine Pandemie und alle sind gesund. Niemand kennt jemanden. Also bei mir, ich kenne zwei, die arbeiten im Krankenhaus. Die Betten sind wirklich, es gibt Corona. Es gab eine Phase, die gab es. Polizeiräumen kamen, Kinder dann auch. Gar nicht. Ja. Ja, ne. Also ich kenne nicht, was bei uns sind die Betten mit ein paar. Schließt euch an! Schließt euch an! Wir würden auch wünschen, dass die Mitarbeiter von der Presse, die hier sind, dass man mit denen auch respektvoll umgeht, weil ich finde es toll, wenn jemand mit mir spricht und ich muss sagen, also ich bin schon einige Male auch beim RBB in der Wut worden, bisher war das immer fair und ich bedanke mich ausdrücklich dafür und vielen Dank. Danke. Wie gesagt, ich kann es immer noch wieder betonen, ich möchte nicht Polizist dieser Tage sein, weil ich hätte nur Gewissenskonflikte, ich würde morgens aufstehen, ich hätte Gewissenskonflikte, also den ganzen Tag über hätte ich Gewissenskonflikte, wirklich, ne? United States, the newspapers are saying that I came here today to speak to about 5,000 Nazis. Zu Hause in den Vereinigten Staaten behaupten die Zeitungen, ich wäre hierher gekommen, um mit 5.000 Nazis zu reden. But I look at this crowd and I see the opposite of Nazism. Und wenn ich in die Menge schaue, sehe ich das Gegenteil. I see people who love democracy. And each benign Berliner. Und wir alle heute können stolz sagen, ich bin ein Berliner. Vielen, vielen Dank. Thank you, sir, so much. Thank you. We are love. We are love. We are love. We are love. Obwohl ich Sozialist bin und Marxist bis heute bin und daran auch glaube, dass wir eine soziale und humane Gesellschaft in dieser Welt brauchen. Aber ich habe verstanden, dass wir jetzt erst zusammen streiten müssen für diese gerechte Welt, dass wir für eine neue Verfassung streiten müssen. Der Rest wird sich hinterher sortieren und das werden wir auch regeln und das wird auch sozial und friedlich sein. Ich habe lange Zeit gedacht, meine Partei würde sich kritisch auseinandersetzen, wenn ich Ihnen alle Fakten vorlege. Ich wollte, dass meine Partei die Partei ist, welche den Menschen die Angst nimmt. Wenn ich alles dafür getan habe, die Verhältnismäßigkeit exakt zu bestimmen, um Folgeschäden durch Maßnahmen zu minimieren. Und dazu gehört auch, dass man nachts liest, um sich das selbst anzueignen. Jeder, der das nicht getan hat in der Politik, der ist vollkommen verantwortlich für die Folgeschäden. Wir haben keine funktionierende Opposition in Deutschland. Wir haben nicht mal eine kontrollierte Opposition. Wir haben zurzeit überhaupt keine Opposition. Wir Eltern lassen es nicht mehr zu, dass unsere Kinder von der Politik verheizt werden, als Hebel eingesetzt werden, um uns in der Spur zu halten, nur um arbeiten gehen zu können. Ich habe gestern einen Lehrer getroffen, der seinen Beamtenstatus niedergelegt hat, weil er das nicht mehr mitmacht. Und das sind Helden. Ich bin ein einfaches, kleines, antifaschistisches Mädchen, das so lange protestiert, bis die Regierung abgedankt hat. Danke. Jetzt die Spaltung aller Menschen, den Hass, um uns zu trennen, die Angst, um uns zu lenken. Wir sind der Wandel, um das Blatt hier noch zu wenden. Wir sind frei und unsere Waffe ist das Denken. Es ist Zeit für den Wandel, drum lassen wir das Alte gehen. Das System wurde von 7 Milliarden Seelen abgewählt. Der Mensch erhebt sich aus dem Untergrund. Das ist eine neue Zeitrechnung, Stunde Null, jetzt. Es ist Zeit für einen Wandel, nur gemeinsam, nur zusammen, die Veränderung ist hier. Ja, die alte Zeit, sie ist vergangen, nur den Wandel durchsteigen, die Veränderung sind hier. Wir Menschen zusammen, im Frieden für den Wandel. 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 Dankeschön, Berlin! Ein Zeichen. Wir können so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Der Frieden bleibt auf keine Waffen. Wir können uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir können alles verändern. Wenn wir nur aufhören zu glauben, wir könnten gar nichts verändern. Alles ist ändern. Wahljahr, nicht nur in den Wahljahren. Nutzt eine Stimme, auch wenn man nicht danach gefragt hat. Und wir wollen diese Gelegenheit nutzen und der Welt, die auf uns zieht, sagen, dass ab sofort wir selbst unsere Zukunft in die Hand nehmen und gestalten werden. Diese Realität gleicht einem Kinostreifen und ist mit nichts, das wir kennen, zu vergleichen. Weder Luft anhalten, noch mich zu kneifen, hat geholfen, diesen Landwurm abzustreifen. Also hilft nur noch eins, ich muss die Augen öffnen, hinsehen, rausgehen, sichtbar werden, aufstehen. Seid ihr da, Deutschland? Bitte bleib wach und stell deine Fragen. In einer Demokratie sollst du die Meinung sagen. Menschen drehen die Köpfe, bevor sie über bestimmte Themen sprechen. In ganzen Communities, in Freundschaften und sogar in Familien tun sich Gräben auf. Also wo ist da eine Pandemie? Wie kann man diesen Begriff überhaupt verwenden? Wie kann man uns verarschen? Ich will nicht, dass 8 Jahre meines Lebens für die Katz gewesen sind. Ich kämpfe für die Freiheit. Ich wurde suspendiert. Am letzten Montag wurde mein Zuhause durchsucht von Kollegen, meine Freundin traumatisiert. Und wenn ich gefragt werde, war es das wert? Ja, das war es wert. Ich würde mit euch und für euch das immer wieder tun. Und ich bin auch hier, weil meine rote Linie überschritten wurde. Mein Wort an alle Kollegen, nicht nur in Berlin. Bildet euch aus allen Kanälen, nicht nur Mainstream und Tagesschau, auch aus alternativen Foren. Horcht auch mal Wissenschaftlern zu, die vielleicht auch sofort weggedrückt werden. Und dann bin ich mir sicher, dann kommt ihr zu einer anderen Entscheidung und demonstriert. Hier stehe ich und kann nicht anders, so wahr mir Gott helfe. Wunderbar, das macht Spaß. Danke an Querdenken bundesweit. CCG. Es war bildlich darzustellen. Das Virus ist so klein, dass sich durch Gewebemarsch und der Masken hindurchschlüpfen können. So wie etwa eine kleine Mücke durch ein großes Fußballtor. Wir bleiben in Frieden, wir bleiben in der Höflichkeit mit Respekt füreinander. Wir haben heute tolles Wetter, wir haben tolle Redner, Überraschungsredner und den ersten möchten wir euch jetzt gerne auf die Bühne schicken. Wir haben schon immer gesagt, wenn es keine Pflicht mehr ist, machen wir das auch nicht mehr. Es gibt aber auch Mitschüler, die Masken tragen möchten. Nun habe ich Angst, dass wir uns daraufhin untereinander spalten. Ich wollte einfach nur meine Meinung sagen und ich merke, dass ich viele Menschen erreiche und ich sehe meinen Auftrag jetzt so, ich werde nicht aufhören, ich werde weitermachen. Und ich möchte das, was ich jetzt als meinen Auftrag sehe, an jeden von euch mitgeben. Unser Auftrag, unser aller Auftrag ist es, Menschen zu informieren, neugierig zu machen auf das, was wir schon erkannt haben, was die anderen noch nicht sehen. Wenn jeder von uns jeden Tag einen mitnimmt, dann wird es nicht mehr lange dauern und wir haben es geschafft. Ich gehe davon aus, alles wird gut, alles wird friedlich gut. Lasst euch in euren Herzen nicht von diesem Weg abbringen. Dankeschön. Mein Name ist Hans-Jörg Müller. Ich bin Abgeordneter zum Deutschen Bundestag. Und ich sage bewusst nicht, welcher Partei ich angehöre, weil wir hier das Volk sind im Querschnitt aller politischen Lager, vor allem Leute, die meistens apolitisch sind, die einfach nur zusammengekommen sind, um für die Freiheit zusammen zu kämpfen. Ich kenne keine Parteien, ich kenne nur noch Deutsche. Du engagierst dich für unser Land. Du bist genauso Deutscher wie ich. Wir 99% Bürger aus der Mitte der Gesellschaft haben 0,0 mit Extremisten, Chaoten oder Nazis zu tun. Die haben ein paar Leute da, die gab es nur, die am Reichstag die Treppe hochgelaufen sind. Und damit hat man die Bilder erzeugt, die man erzeugen wollte, um in der Öffentlichkeit das falsche Bild zu erzeugen. Wir Bürger aus der Mitte der Gesellschaft seien angeblich Chaoten, Extremisten oder Nazis. Nein, es gab irgendwas unter 0,001% solche Leute auch in dieser Demonstration. Aber ich möchte der Staatsmacht und den Medien die Frage stellen, warum waren die genau am Reichstag, wo die heißesten Bilder entstanden sind? Warum waren eure Kameras am Reichstag schon vorbereitet, um das aufnehmen zu können? Ich habe niemanden auf diesem Video gesehen mit Bazooka, mit Kalaschnikow. Das wäre ein Sturm gewesen. Nein, die Leute sind einfach friedlich raufgelaufen. Die haben noch nicht mal eine Wasserpistole dabei gehabt. Und das verkaufen sie uns als Sturm auf den Reichstag. Also für wie blöd halten die uns eigentlich? Weil ich weiß, wie die internationale Wirtschaft funktioniert, weil ich so lange Geschäftsführungspositionen in ihr innehatte, kann ich euch sagen, die Wiedererrichtung der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland ist nur dann möglich, wenn jegliche Lobbyarbeit von Großkonzernen im Regierungsumfeld verboten wird. Die wirklichen Entscheidungen im Hintergrund werden vorbereitet durch die Lobbyisten der Großkonzerne und der von ihnen gefütterten internationalen Anwaltskanzleien. Das ist die brutale Wahrheit. Da muss man ansetzen. Das muss man aushebeln. Wenn wir das nicht schaffen, können wir die Demokratie nicht mehr wiedererrichten. Deutschland muss souverän sein. Yo! Die Zeit des Redens ist vorbei. Wir handeln! Ich erzähle ein bisschen weiter, was gestern passiert ist. Ich war im Bereich Friedrichstraße am S- und U-Bahnhof eingekesselt mit unserem Fahrzeug, mit allen Menschen, die uns umgeben haben, für mehrere Stunden. Und ich habe Folgendes beobachtet. Nachdem man die Menschen dazu gezwungen hat, dicht und dichter aufeinander zu rücken, weil vorne blockiert wurde, wurden dann 10er, 20er Gruppen Polizisten in voller Montur in das Publikum geschickt und es wurden wahllos Menschen herausgegriffen und in meinen Augen auch tatsächlich misshandelt. Diese Menschen haben bis dahin nichts getan und diese Bilder, das Kamerateam der ARD ist mitgegangen, ich habe das kommentiert live. Diese Bilder sind anschließend gezeigt worden, als Beweis dafür, dass wir die Abstände nicht eingehalten haben und dass das Eingreifen der Polizei damit gerechtfertigt war. Das ist furchtbar. Und wir bieten hier ganz offiziell eine öffentliche Live-Diskussionsrunde auf unserer Bühne an. Und wir hoffen, dass sich irgendjemand von den eingeladenen Gästen bei uns irgendwann melden wird. Denn irgendwann müsst ihr mit uns reden!